Letzter Schultag vor den Sommerferien, das bedeutet aber auch, die Jahreszeugnisse stehen an. Mitunter kann es da schon mal vorkommen, dass Ihr Kind das Zeugnis am liebsten verbrennen will, weil vielleicht die Noten nicht allzu gut sind. Aber großartig darüber schimpfen ist nicht die beste Lösung. Also wenn ein Kind nach Hause kommt mit schlechten Noten und schlechtem Gewissen, finde ich zunächst mal ganz wichtig, das Kind nicht zu schimpfen. Also nicht zum Schimpfen und nicht zu bestrafen, weil eigentlich das Thema ist, nochmal gemeinsam mit dem Kind das Zeugnis anzuschauen. Es ist ja auch nicht wirklich überraschend, wenn ein Kind mit schlechten Noten nach Hause kommt. Aber wenn das Kind mit dem schlechten Zeugnis nach Hause kommt, denke ich, ist zunächst einmal zum Schauen den Grund, woran liegt es einfach. Fast noch viel schlimmer als über schlechte Noten zu schimpfen, ist sich nicht über die Guten ihres Kindes zu freuen. Zu wenig Wertschätzung für eine über das Jahr hinweg gute Leistung nimmt dem Kind vielleicht die Motivation für die Zukunft. Also wenn das Kind eben nach Hause kommt mit einem guten Zeugnis und keine Wertschätzung erhält, finde ich, ist schon mal wichtig zum Schauen, was hat das Kind für eine Leistung gebracht, das ganze Schuljahr über. Und dass man da nochmal einfach mit dem Kind auch bespricht, ist das Kind eigentlich zufrieden? Es kann auch letzten Endes ja auch sein, was von der Familiendynamik her. Aber ich finde schon wichtig, dass das Kind da eine Anerkennung bekommt, weil es hat einfach sehr viel Leistung das Schuljahr über gebracht. Und eine Anerkennung, es muss nicht in Konsum sein, aber dass das Kind auch spürt, dass das, was es eigentlich an Leistung gebracht hat, da eine Anerkennung kommt. Am besten ist es einfach, das Zeugnis gemeinsam durchzugehen, von Fach zu Fach abzuwägen. Jeder hat in bestimmten Bereichen seine Stärken und Schwächen. Also was ich ganz wichtig finde, ist, wenn ein Kind mit einem durchschnittlichen Zeugnis nach Hause kommt, dass man zunächst einmal die Gesamtnoten anschaut. Dass man für sich auch anschaut, wo hat das Kind seine Stärken und wo hat das Kind vielleicht auch seine Schwächen. Dass die Stärken auch gelobt werden, dass die Leistung auch gesehen wird. Und dass bei den Schwächen auch überlegt wird, was braucht das Kind noch? Was braucht das Kind noch, um einfach die Leistung vielleicht zu verbessern? Oder ist das Kind schon vielleicht an der Grenze angekommen, dass die Noten nicht mehr verbessert werden können? Wer weiß, vielleicht braucht das Kind erstmal eine Pause vom Schulstress, um die Noten wieder etwas zu verbessern. Und da kommen die Sommerferien wahrscheinlich gerade recht.